Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Yi aus dem Krypto-Café. Heute möchte ich euch das Projekt Jupiter kurz vorstellen. Es ist eines der größten aktuell im Solana-Ökosystem. Ich habe zum Solana-Ökosystem schon mehrere Videos im letzten Jahr gemacht, vor allem wegen dem Comeback. Und ich denke, an dieser Stelle, zumindest für mich persönlich, ist es immer äußerst wichtig zu verstehen, woher die Rendite kommt. Ja, wenn ich als Yield Farmer oder als Trader unterwegs bin, möchte ich verstehen, okay, kommen die Rendite, die ich erwirtschafte, rein aus Emissionen von neuen Token, die eigentlich wertlos sind, oder sind das organische Rendite, die aus, sag ich mal, generell Trading Fees oder andere Leute, die an der Stelle bereit sind, Geld abzugeben, damit ich für die eine gewisse Dienstleistung in Form von Liquidität zum Beispiel erbringe, erwirtschafte. Und an dieser Stelle kann ich euch nur ans Herz legen, nämlich die beiden Solana-Videos von mir. Da ist relativ viel Technik dabei, aber wenn man die durch hat, denke ich, hat man ein grobes, sehr gutes Verständnis für das Ökosystem und vor allem der Unterschied zwischen Solana-Ökosystem und Ethereum, zum Beispiel Layer 2, Arbitrum, Optimism. Und ein zweiter Aspekt, was für mich sehr wichtig ist, ist nämlich dieser Stablecoin-TVL gegenüber Gesamt-TVL. Das heißt einfach überhaupt in dem Ökosystem, wie viel ist tatsächlich heiße Luft in Form von irgendwelchen kleinen Token oder Gambling-Token und wie viel ist tatsächlich Stablecoin in dem Ökosystem. Und das sieht man auch Solana in einem sehr, sehr gesunden Bereich, so etwa irgendwo zwischen Optimism, Arbitrum oder sogar in Richtung Ethereum. Der zweite Punkt, an dieser Stelle ist natürlich wichtig zu sehen, wie in fast allen anderen Ökosystemen, Ethereum, Tron, BTC und so weiter, nicht BTC, BSC, ist natürlich USDT dominant. Ne? Das hat sich einfach über die letzten, sag ich mal, zwei Jahre ergeben, dass USDT viel mehr an Market Cap gewonnen hat im Vergleich zu USDC. Aber, und das ist aber, guckt euch Solana an. Ja? Hier ist eines der wenigsten Ökosysteme, wo USDC die höhere Dominanz haben. Und das habe ich auch selbst auf Solana entdeckt. Nämlich, dass USDC viel, viel mehr benutzt wird als USDT. Und das hat natürlich auch Vorteil für das Solana-Ökosystem, weil an der Stelle über CCTP, USDC, über Coinbase und Circle direkt an Solana angebunden ist. Und das ist für mich eines der wichtigsten Merkmale für ein Ökosystem, dass es relativ gesund ist und dass es eben einen direkten Draht zu den Stablecoin-Issuer hat. So, jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Projekt Jupiter selbst. Jupiter selbst ist ein Mehrzwecktool für sehr, sehr vielen Bereichen, außer Liquidität. Wobei, das ist, glaube ich, auch eine kleine Ausnahme. Das heißt, es ist so ähnlich wie OneInch oder Matcha, sehr viele solche Aggregatoren im Ethereum-Ökosystem, was ich auch selbst sehr oft benutzt habe. Mittlerweile benutze ich dort typischerweise nur noch DeFi Llama Swap, weil das nochmal ein Aggregator über allen Aggregatoren ist. Was bedeutet Aggregator? Das heißt einfach, die haben selbst keine Liquidität bei sich liegen. Das ist zumindest aus meiner Sicht positiv für das Projekt, weil wenn die bei sich natürlich nicht massive Liquidität liegen haben, haben die auch nicht diesen, sag ich mal, Angriffsvektor für die Hacker oder Räuber an der Stelle auf der Chain, dass sie sagen können, okay, hier können wir viel Geld klauen. Und das heißt, die bedienen sich praktisch Liquidität aus sehr vielen anderen Projekten, ob das Radium ist, Orca oder auch kleinere Projekte, das sieht man typischerweise hier unten. Wenn ihr etwas swappen wollt, ja, zum Beispiel, ich möchte jetzt $1000 USDT, USDC swappen, dann wird euch hier unten angezeigt, was die Route sind. Das heißt, so, wo erstens natürlich, was die Swapping-Rate sind und zweitens natürlich auch, was die Routen sind. Und das ist wichtig zu verstehen an dieser Stelle, nämlich diese Routen, die ändern sich die ganze Zeit. Und das kann auch sehr, sehr schnell passieren und das ist das Typische bei Solana-Ökosystem. Im Vergleich zu Ethereum-Ökosystem, selbst wenn ich dort die ganze Zeit mit 0,01% Slippage arbeite, gehen meine Transaktionen zu 98% der Zeit immer durch. Das ist ganz anders im Solana-Ökosystem. Mittlerweile habe ich mich sogar schon dran gewöhnt, selbst bei Stablecoins mit 0,03% Slippage zu arbeiten. Weil bei 0,01% könnt ihr komplett vergessen. Dann könnt ihr einfach 20 Mal klicken, bevor überhaupt einmal die Transaktion simuliert werden kann. 0,3, das ist so 0,03 Quote, wo man sagt, hey, bei 5 Mal klicken hat man ca. einmal die Chance, dass es durchgeht. Da kann man sehen, die Schnelligkeit der Chain, wie das auf die Slippage Einfluss hat. Und ich gehe auch davon aus, dass die meisten Leute, die auf die Seite als ganz frisch kommen, ja, dass die zum Beispiel typischerweise auf 0,1 oder sogar auf 0,5% stehen. Und das ist auch eines der Aspekte, warum ich als Liquidity-Provider aktuell im Solana-Ökosystem unterwegs bin. Weil die Menschen aufgrund der Schnelligkeit der Chain bereit sind, mehr Slippage abzugeben. Dieser Slippage wird normalerweise im Ethereum-Ökosystem durch MEV-Bots abgegriffen. Und das ist im Solana-Ökosystem nicht so. Das heißt, diese Slippage gehen tatsächlich in die Taschen
schon zum größten Teil der Liquidität Provider. Und das heißt, das ist die Hauptfunktion, die ich auch seit ziemlich lange auf der Solana Ökosystem benutze, wenn ich zwischen zwei Token hin und her swappen möchte. Es gibt auch sehr, sehr seltene Token, die wenig Liquidität auf der Chain haben. Da würde ich auf jeden Fall sehr vorsichtig sein, nämlich wenn man zum Beispiel hier ja, über mehrere tausend Dollar in einen sehr kleinen Coin swappen möchte. Und das ist auch gut, zumindest an der Stelle, dass sie euch eine Warnung geben. Achtung, ihr könntet so Geld verlieren und wenn du dann trotzdem das Ganze swappen möchtest, müsstest du tatsächlich auch zweimal bestätigen, dass du das auch wirklich machen willst. Das ist zumindest aus meiner Sicht sehr, sehr benutzerfreundlich, vor allem für Leute, die ganz frisch in DeFi oder auf der Blockchain unterwegs sind. Bevor wir zu den Limit Order kommen, nochmal Kleinigkeit, und zwar bei Limit Order müsst ihr natürlich eine gewisse Fee bezahlen, das ist verständlich. Und da würde ich auch auf jeden Fall vergleichen. Und meine Erfahrung zumindest an der Stelle so zwischen 1.000 und 2.000 Dollar, wenn man Stablecoin swappen möchte, ist da zumindest der normale Swap günstiger als ein Limit Order. Denn die Fee, die man bei Limit Order natürlich draufzahlen würde, würde natürlich die Rate insgesamt verschlechtern, die man bekäme. Das heißt, ab hier mal Daumen 1.000, 2.000 Dollar könnte man darüber nachdenken, über Limit Order zu arbeiten. Es gab da an der Stelle schon Fragen auf Twitter und natürlich auch im Discord, inwiefern man überhaupt einen genauen Betrag swappen kann. Und das ist zum Beispiel eine der Feature, die zum Beispiel DeFi an der Stelle schon hat, an der Stelle für einen Swap, dass man einen Zielbetrag eingeben kann. Wenn ich zum Beispiel an der Stelle sagen möchte, ey, ich möchte 100 Solana jetzt an der Stelle haben, wie viel muss ich wirklich dafür zahlen? Das ist der einfachste Weg, einfach ihr swappt diesen oben und unten bei den Token, gebt dann hier den Betrag ein, den ihr haben wollt, also 100 Solana Token an der Stelle, swappt das wieder zurück und dann errechnet er für euch automatisch den Zielbetrag, den ihr an der Stelle zahlen müsst. Ihr seht auch schon hier, das hat sich auch schon wieder verändert, das ist einfach die Schnelligkeit der Chain geschuldet. Jetzt kommen wir zu den Limit Order. Und hier könnt ihr tatsächlich exakt eingeben, wie viel ihr haben möchtet. Also diesen Ziel, das heißt, wenn ich 100 Solana Token wirklich haben möchte, kann ich natürlich hier exakt eingeben, hey, ich möchte 1.000 Dollar dafür ausgeben oder 10.000 Dollar für genau 100 Solana Token. Das heißt, so ein Tokenwert von genau 100. Ja, dann würde natürlich exakt dieser Betrag rauskommen oder sogar besseren Betrag. Das Ganze könnt ihr historisch natürlich auch nachvollziehen, indem ihr auf Order History geht. Also ich würde zum Beispiel gerade in einem Ökosystem, wo für manche Token sehr wenig Liquidität da ist, würde ich niemals ein ganz normaler Swap benutzen oder vielleicht sogar mit automatischem Slippage. Da ist es nur vorprogrammiert, dass man auf Dauer Geld verliert. Das heißt, da würde ich generell immer mit Limit Order arbeiten. Und bei Limit Order, ne, seht ihr schon, wenn ihr diesen Order platziert, könnt ihr natürlich an dieser Stelle auch bestimmen, wie lange diese Order gelten soll, ob das für ein paar Stunden oder sogar für ein paar Tage gelten soll. Außer natürlich großen Token an der Stelle zu swappen, lohnt sich diese Funktion auf jeden Fall, kann ich empfehlen für Leute, die ihr sagt, hey, ich möchte Bonk oder irgendwann ein neuer Meme-Coin traden, der gerade gedroppt ist. Gerade bei solchen Token würde ich niemals einfach Market Swap machen, weil da die Gefahr viel, viel zu groß ist, dass man viel Geld verliert, sondern immer hier typischerweise mit solchen Limit-Order arbeiten. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Teil, nämlich DCA. DCA ist aus meiner Sicht eine der wenigsten Funktionen, die auf Ethereum bzw. auf Layer 2 vorhanden ist. Da gibt es einige Protokolle, die ich auch auf meinem Kanal vorgestellt habe, wie so ein Mean Finance typischerweise, mittlerweile aber auch bei anderen Protokollen wie Kaiba hat das damals auch eingeführt, DCA. Und das finde ich zum Beispiel sehr gut an der Stelle, dass die das insgesamt in diesem Portal integriert haben. Und diese Funktion kann man an dieser Stelle typischerweise für einen bestimmten Frist, DCA heißt nichts anderes wie Dollar Cost Averaging, das heißt, egal wie der Kurs ist, zu diesem Zeitraum oder in einem bestimmten Zeitraum möchte ich einfach regelmäßig den Token kaufen. Das heißt, dieser Rhythmus, das heißt, wie regelmäßig und in welchem Zeitraum, das kann ich selber hier einstellen. Ich könnte hier eingeben, hey, ich möchte 1.000 Dollar, ja, damit ihr Sol-Token kaufen gehen, zu einem Zeitraum, also Rhythmus von, sag ich mal, einmal die Minute, einmal die Stunde soll der gucken, ja, oder einmal pro Tag. Ne? Und das über zum Beispiel 30 Tage. Das heißt, da hätte ich ein DCA über einen Monat, über die nächsten 30 Tage wird einmal am Tag Solana-Token einkaufen. Und wenn mir das noch nicht mal reicht, kann ich sogar hier unten noch zusätzlich einen Price-Range eingeben. Das heißt, sag ich mal, zum Beispiel in den nächsten 30 Tagen, wenn der Solana-Token im Bereich von zum Beispiel 80 Dollar bis 90 Dollar ist, ja, dann sollte er diesen auslösen. Wenn das in diesem Fall nicht diesen Preisbereich erreicht, wenn dieser Auslöser da ist, dann wird es einfach übersprungen. Das heißt, an dieser Stelle kann man auch sogar einen bestimmten Preisbereich sicherstellen, dass man in diesem Preisbereich nur DCA betreibt. Das könnte man natürlich sagen, ey, ich möchte es einfach günstiger einkaufen als der aktuelle Preis, dann wird es 40 bis 90 Dollar über die nächsten 30 Tage. Ja, so kann man das einstellen. Und wenn es dann gemacht hat, ist es auch entsprechend hier unten da angezeigt, aktiver DCA, das könnt ihr auch jede Zeit abbrechen, das seht ihr zum Beispiel auch bei mir. Ja, ich habe historisch auch hier einfach mal getestet, USDC in Sol zu swappen über einen längeren Zeitraum und das hat ja
zu zweit ein Drittel durchgeführt und den Rest habe ich dann abgebrochen. Und kommen wir zum vierten Teil dieses gesamten Portals, nämlich dieses Bridging. Das ist auch etwas, was ich hier sehr oft benutzt habe. An der Stelle bitte verstehen, das Wormhole an sich, das habe ich nicht getestet, weil es auch vor allem in Beta ist, aber was der Comparator ist, einfach ist ein Vergleich der Kurse. Das heißt, das Bridging selbst macht nicht Jupiter für euch, sondern das zeigt euch nur aktuell, über welchen anderen Portal man Pi mal Daumen welchen Betrag bekäme. Das ist insofern sehr interessant, weil man auf einen Schlag sehen kann, wo bekäme ich ca. Pi mal Daumen, wie viel Geld dafür, dass ich das hineinbridge. Und das hatte ich bei mir tatsächlich auch schon der Fall gehabt, dass ich zwei oder dreimal, wo ich gesehen habe, ich wollte vom Optimism ins Solana-Ökosystem reinbridgen und da hätte ich für $1,000 im Solana-Ökosystem nur 998 bekommen. Aber hätte ich das Ganze von Arbitrum rüber gebridged, das kann man auf einen Schlag hier sehen. Ich möchte statt auf vom Optimism Arbitrum hier rüber bridgen, könnte ich sogar mehr Geld bekommen, als ich tatsächlich auf Arbitrum habe. Das hat einfach damit zu tun, dass diese ganzen Bridges, Oracle, D-Bridge und so weiter, mit externen, also Off-Chain-Liquidität arbeiten sehr viel. Und diese Off-Chain-Liquidität werden typischerweise von großen Market-Maker gestellt und wenn die zum Beispiel auf einer Seite viel mehr Stablecoin haben, zum Beispiel auf Arbitrum, aber zu wenig Stablecoin auf der Solana-Blockchain haben, dann sind die tatsächlich bereit, bis zu 1 oder 2% mehr euch auf der Seite, ja, zum Beispiel Solana zu geben, als auf der Seite, wo die zu viel haben. Und so habe ich zum Beispiel in der Historie bei mir auch schon der Fall gehabt, dass ich zum Beispiel für $1,000 auf Arbitrum, die ich reingebridged habe, auf der Solana-Seite $1,010 bekommen habe. Das ist aber nur ein momentaner Effekt, das ist schon sehr, sehr deutlich oder einfach zu sehen auf der D-Bridge. Das Ganze, denkt dran, wird nicht von Jupiter betrieben, das heißt, an der Stelle habt ihr die Risiken natürlich von den Drittprotokollen an der Stelle, ohne tatsächlich, dass Jupiter involviert ist. Und der letzte Teil, nämlich was die Liquidität angeht. Ne? Das Ganze, da kann ich euch auch mein altes Video, nämlich zum Thema GMX, nochmal ans Herz legen. Nämlich, da habe ich viele Videos zum GMX gemacht, sowohl die alte Version als auch die neue Version. Und das GLP an der Stelle des Deep Dive ist sehr wichtig zu verstehen, wie diese Pools funktionieren bei GMX. Denn das ist bei Jupiter sehr, sehr ähnlich wie bei GMX, dass die zum Beispiel sagen, hey, wir haben einen Korb von unterschiedlichen Assets, das seht ihr hier, ca. aktuell 37 Millionen im gesamten Wert und in diesem Korb sind tatsächlich 50% genau an Stablecoin und der Rest besteht aus 30% Solana und dann noch 15% jeweils zusammen bestehend aus Bitcoin und Ethereum. Und das Ganze ist, wie gesagt, nach dem gleichen Prinzip wie bei GMX. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja gut, warum soll ich dann auf dieser Jupiter das Ganze machen statt auf GMX? Der erste Grund ist natürlich die Rendite. Ja, ihr seht hier, die Rendite in den letzten 2-3 Monaten war durchschnittlich bei 100%. Und woher kommt das? Das kommt einfach daher, dass die diesen Pool begrenzt haben, ja, auf diesen minimalen Bereich von 35 Millionen im Vergleich zu GMX, was mehr als 10-mal so groß ist. Und das bei natürlich gleichen Trading-Volumen kann man sich schon vorstellen, dass die Rendite generell höher ist für diese Liquidity-Provider. Der zweite Punkt ist natürlich an dieser Stelle, ihr wisst, GMX hat ja explizit dafür die V2 geschaffen, für diese höhere Geschwindigkeit und bessere Kurse. Und das ist eben der größte Vorteil von Solana-Ökosystem. Dadurch, dass die Blockzeiten sehr, sehr schnell sind, kann man an der Stelle, sag ich mal, 200-fachen Leverage, das ist maximal, was man machen kann, kleine Bewegungen von kurzen Scalpen. Und das ist etwas, was Solana an sich nativ mitbringt. Ja, an dieser Stelle denkt dran, ich trade selbst nicht und ich kann auch niemandem empfehlen, mit Leverage zu traden, denn das ist langfristig aus meiner Sicht immer die größte Falle, Geld zu verlieren. Nichtsdestotrotz lasse ich euch einfach da. Ich finde es interessant, dass sie es dann nachgebaut haben wie GMX und dass die Rendite aktuell bei 100%, ich gehe auch davon aus, dass es mit der Zeit vielleicht sogar nach oben gehen kann, wenn mehr Leute auf diese Ökosystem aufmerksam werden und anfangen hier zu traden. Denn es gibt natürlich Alternativen wie zum Beispiel Drift-Protokoll oder auch andere, die das nochmal spezialisiert haben, aber dass die diese Funktion in ihrem Portal integriert haben. Ja. Denn mehr Leute kommen natürlich, wenn die in Solana landen, als erstes auf Jupiter. Und das heißt, da an der Stelle, dass die, wenn die hier anfangen, direkt zu traden, statt auf ein anderes Protokoll mit noch mehr Smart Contract Risiken, das ist auch das, was ich, sag ich mal, als Laie eher nicht machen würde, sondern ich bleibe da einfach bei einem Protokoll. Das Ganze, denkt dran, ist natürlich auch mit Smart Contract Risiko immer verbunden. Das heißt, auch wenn die Audit haben, heißt das nicht, dass das Protokoll 100% sicher ist oder keinen Fehler enthält. Das heißt, das ist tatsächlich eins der wenigen Angriffsvektoren, wo ich bei diesem Protokoll sage, da könnten Hacker beim Durchgehen des Codes Fehler finden und somit diesen Pool ausräumen. Wenn ihr sagt, natürlich, ich möchte hier gar kein Geld parken, ja, dann ist natürlich auch gar kein Problem, dass man hier Geld verliert. Wichtig ist an der Stelle zu verstehen, im Vergleich zu GMX, beziehungsweise der GIP-Token, der nativ nicht tradebar ist, im GMX-Ökosystem, das heißt Arbitrum, ist ja so, dass es sehr viele Wrapper für den GIP gibt, zum Beispiel den Jones GIP oder auch bei anderen GIP-Token.
damit das überhaupt tradebar gemacht wird. Aber dann hat man natürlich doppeltes Risiko von mehreren Protokollen. In diesem Fall, in Solana Ökosystem, ist aber der JLP, also Jupiter LP Token, nativ tradebar. Das heißt, den Token könnt ihr tatsächlich, obwohl man jetzt aktuell nicht mehr einzahlen kann, weil dieser Limit erreicht ist, kann man ganz easy, zum Beispiel hier, ja, sogar bei Jupiter selbst den Token einfach kaufen. Für $100 könnte ich jetzt den Token kaufen. Und daran kann man auch sehr gut sehen, dass dieser Kurs, der sehr, sehr genau an dem Kurs ist, wo der sein sollte. Der war kurzfristig mal, als Solana extrem in die Höhe geschossen ist, auch leicht depackt mit 3 bis 5 Cent, aber aktuell ist er sehr, sehr nah dran. Ihr seht ja 1,78 und der Sollwert von dem Token, das seht ihr auch hier unten, ist 1,76. Das heißt, diese minimal 1-2% noch nicht mal an Differenz. Da muss man einfach mit rechnen, weil viele spekulieren natürlich darauf, dass, sag ich mal, der Pool weiter nach oben geht im Wert, weil natürlich, wenn da mehr Fees anfallen, wird natürlich der Wert von GLP anfallen. Ohne den Umfang von der heutigen Senkung zu sprengen, werde ich demnächst vielleicht noch ein extra Video mal zu machen, denn ich finde, mit diesem JLP-Token, dafür, dass er eben tradebar ist, kann man an der Stelle mit vor allem konsolidierter Liquidität-Pool sehr, sehr interessante Strategien aufstellen. Und das ist auch etwas, was ich aktuell selbst am Testen bin, mit unterschiedlichen Protokollen und auch unterschiedlichen Poolgrößen. Bevor wir komplett aufhören, noch zwei Sachen am Rande. Erstens, es gibt hier ein Station. Station ist praktisch wie deren Portalseite. Da werden sowohl Blogs veröffentlicht, als auch Statistiken und auch andere interessante Seiten. Wenn ihr sagt, hey, das interessiert mich, das Projekt und was dahinter steckt und deren Partnerschaften, dann lasse ich euch das da zum Nachlesen selbst. Und der zweite Punkt ist, die haben vor, zumindest angekündigt auf Twitter, im Januar, das heißt in diesen nächsten 3 Wochen, einen Token-Launch durchzuführen. Und dazu würde sich auf jeden Fall natürlich auch lohnen, an der Stelle das Protokoll sich mal anzugucken und vielleicht auch das andere Aktivität dort vorzunehmen. Die haben gesagt, zum Beispiel an der Stelle, die wollen definitiv die User, die für die Aktivität auf der Plattform belohnen. Das heißt, wenn man sowieso im Solana-Ökosystem reingehen will oder das mal probieren möchte, lohnt sich das Ganze mal anzugucken, allein aus der Perspektive des Token-Launches. Und das war es auch schon heute als Vorstellung des Ökosystems Solana anhand des großen Portals oder des Multifunktionstools Jupiter. Mein Name ist Die aus dem Krypto-Café. Ciao, ciao.